Guten Abend, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück hier bei Football Manager 2017 und unserem Trainer Igor Loric. Und in der letzten Folge haben wir gegen Hertha BSC Berlin gespielt und wir haben 2-1 verloren. Aber wir haben durchaus positive Aspekte in unserem Spiel erkannt, aber natürlich gab es auch einige Fehler, die nicht so toll waren. Und da werden wir jetzt heute mal ein bisschen dran rumbasteln. Ich habe ja in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angeschnitten, was man hier mit diesem Analyse-Tool machen kann. Ich benutze das sehr, sehr gerne, weil damit kann man Fehler erkennen. Wir können zum Beispiel auch schauen, wie die Pässe waren. Das heißt, wir werden mal alles rausmachen und dann sehen wir zum Beispiel die meisten Passkombinationen. Und da sehen wir dann halt eben, wie die Spieler zusammen kombinieren und zusammenarbeiten. Man sieht hier zum Beispiel, dass Zai Nulau an 35 Passkombinationen beteiligt war und wie diese dann eben arbeiten. Zum Beispiel, dass hier sich gerne mal Dreiecke oder sogar Rauten bilden, was gar nicht so verkehrt ist. Wir können auch schauen hier die entscheidenden Pässe. Dann sehen wir hier zum Beispiel, dass einer von groß ausging. Wir können diese sogar nochmal hier schauen. Wir können die Ereignisse, die verknüpft sind, kombinieren. Dann sehen wir zum Beispiel, dass die hier zusammengespielt haben und dass hier immer wieder die 24 auftaucht, was groß, nein, Skripski ist. Also wir sehen, der Skripski hat sich hier hinten hinfallen lassen und hat sich den Ball dann mitgeholt. Also ist schon ganz gut. Hier sehen wir auch den Skripski, der ist hier zweimal drin mit entscheidenden Pässen. Also das heißt, das sind wirklich wichtige Möglichkeiten gewesen. Sehen wir auch hier die 28, 27, hier Zai Nulau, hier ganz hinten in der 29. Minute, spielt den Ball dann auf Skripski und der bringt den Ball nochmal lang nach vorne. Und dann ist hier wieder Zai Nulau, also der ist dann hier durchgestartet. Also funktioniert auch so und dann hier nochmal Zai Nulau und dann haben wir nochmal Skripski. Wir werden uns die Highlights mal jetzt nicht anschauen. Da sehen wir, das war ein Einwurf und der ist dann hier reingegangen und es war sogar das Tor von Zai Nulau. Also da kann man wirklich viel Zeugs damit machen, also analysetechnisch ist das Spiel echt klasse. Wir haben 493 Pässe gespielt. Gut, das ist jetzt sowas, was weniger erkenntnisreich ist, aber wenn man das dann halt mit anderen Sachen kombiniert, dann kann man da schon deutlich bessere Sachen ausmachen. Wichtig ist vielleicht noch, wo haben wir sie? Ja, abgefangene Pässe zum Beispiel. Das sind dann eher die langen hier aus dem Mittel. Also hier aus dem 16er raus. Klar, das sind die Klärungsversuche oder eben das, was wir auch von Groß gesehen haben, was ja nicht so toll war. Vorlage kennen wir ja. Auch die Schüsse können wir mal schauen. Es gab nur einen richtigen Torschuss. Vier Schüsse gehen daneben. Das hier war von Prandi, glaube ich, oder? Nee, von Thiel. Dann war der das von Prandi. Oh ja, das war der Distanzschuss da. Und da sehen wir nochmal, wie knapp das daneben war. Also, der hätte durchaus drin sein können. Aber allgemein, wenn wir jetzt mal hier schauen. Gut. Doch, die meisten sind im 16er. Also das ist auch so eine Sache, da muss man mal drauf schauen, ob die zu oft aus der Distanz abziehen. Da muss man da einstellen, dass die da vielleicht ein bisschen geduldiger spielen in den 16er rein. Das werden wir dann sehen. Torchancen hatten wir zwei Stück. Einmal hier von Thiel und von Zai Nulau, der den ja auch reingemacht hat. Wir können ja mal die Laufwege schauen. Also es gab insgesamt 12 Dribblings, die sind aber jetzt eher nicht so weit gewesen. Ja, eher kurze Laufstrecken. Fehler sind vielleicht noch ganz wichtig. Hier Ball nicht erobert, Ball verloren. Aber es gab keine Fehler mit Torfolge. Das ist schon mal eine gute Sache. So, Brandi ist das, gell? Nee, das ist Thiel. 11 ist die Thiel, das muss ich mir merken. Der ist hier dreimal dabei. Hat drei Fehler gemacht. Wann war das so ungefähr? 25. Minute, 7. Minute und 18. Minute. Also die erste halbe Stunde war für ihn dann ein bisschen stressiger, sage ich mal. Ansonsten 23, nein, nicht 23, 37 kommt auch hier zweimal vor.
Die 27, hier die 34. Ja gut. Es geht. Also da kann man viel machen. Wichtig finde ich immer die Durchschnittsposition zum Beispiel, weil eben dadurch kann man halt eben erkennen, wo die Spieler gestanden haben und ob das so aufgeht, was man sich da vorstellt von der Spielidee. Und ansonsten sind natürlich auch Sachen wichtig, wie zum Beispiel die Torchancen, die Laufwege, die Fehler sind sehr, sehr wichtig. Also vor allem, wenn sie halt eben die Torfolge oder irgendwas Ähnliches ist, das ist dann immer ganz gut, wenn man weiß, wo haben sie die Fehler gemacht. Hier eher auf den Außen. Also sobald sie auf Außen gehen, kommen da eher die Fehler. Gut, hier. Ah, hier in diesem Bereich so gut wie keine Fehler gemacht. Oder hier im 16er, gut, hier. Das kann man vielleicht noch dazu nehmen, aber im 16er sollte man keine Fehler machen. Aber trotzdem. Tacklings sind natürlich auch so interessante Sachen. Kann man auch mal schauen, wo sie jetzt eben halt die Sachen verloren haben. Naja, wir machen mal weiter. Posteingang. So, hier haben wir nochmal das Ergebnis. Schade, schade. Aber ich bin der Meinung, wir haben nicht so schlecht gespielt. Wir haben natürlich, also ich habe jetzt keine Wahnvorstellung, dass ich jetzt denke, dass wir super gut gespielt haben. Da ist deutlich Luft nach oben da, aber es gab, wie gesagt, einige positive Aspekte. So, dann haben wir den ersten Spielbericht von. Nee, den haben wir schon die ganze Zeit gescoutet. Das ist Schürz. Okay. Elmir Asani. Hat er begonnen. Ja, da können wir mal kurz durch. Da werden sie uns informieren. Und dann hier Bericht über Modu Sogu. Ja. Rechts außen. Haben wir Skripski und Mittelfeldspieler kann er noch gar nicht wirklich spielen. Oder haben wir noch zu wenig Informationen? Der ist relativ schnell. Und auf der Transferliste. Wir werden ihn mal weiter scouten. So, Trainingslager, da gehe ich immer meistens hier drauf. Autoauswahl inklusive junger Talente. Das ist meistens auch so in Ordnung. Milanovic können wir mal scouten. Also jetzt werden uns natürlich jetzt die ganzen Spieler aus dem Balkangebiet angeboten. Finde ich lustig. So, fahren wir mal fort. So, St. Pauli 2 hat einen neuen Trainer, Galasek. Okay. So, bisher konnten wir 7000 Dauerkarten verkaufen und die gehen davon aus, dass wir weiterhin noch 2900 verkaufen und damit insgesamt 9900 hätten. Boah, das wäre aber schon ein ordentlicher Absatz. Also, wenn unser Stadion 21.000 fasst, das ist fast die Hälfte. Gut, andere Vereine haben natürlich mehr als die Hälfte, aber gut. Wir sind in der zweiten Liga. Weiß ich gar nicht, ob da Union vielleicht sogar so eine Vorreiterrolle hat im zum Thema Dauerkartenabsatz. Kann gut sein. Ich werde mal da mich ein bisschen schlau machen. So, Milanovic, wir werden ihn mal scouten. Es war ein Innenverteidiger, aber der wäre ablösefrei zu haben. Der wäre ablösefrei zu haben. Zuletzt gespielt bei US Palermo. Wir schauen ihn mal an. So, SAK Klagenfurt wird empfohlen, Angriffsspiel zu trainieren. Werden wir aber nicht machen. Wir werden Spieltage machen, damit die erstmal da reinkommen. Damit sie jetzt erstmal verinnerlichen. Ich denke, das ist in Ordnung. So, mach mal wieder weiter. So, also Spielbericht von Alexander Lutovac. Nach 49 Minuten hat er gespielt. Er hat oder nur eine 6,0er Bewertung. Der hat jetzt nicht so reingehauen. Das war ja einer dieser Spieler, die wir eventuell verpflichten möchten. Also als Spieler hinter Skripski, weil er ist gerade erst mal 19. Hoffen wir mal, dass er in den nächsten Spielen ein bisschen besser spielt, damit wir unsere Aktion auch bekunden können, wenn wir ihn nehmen. Wer ist denn sonst dran? Lissabon, okay. Aber einer der kleineren Lissabon-Clubs. Ich weiß gar nicht, ist Belenese, ist das in der ersten Liga? Ich glaube schon. Ich glaube doch.
So. Posteingang. Diallo verfügbar. Okay, werden wir mal scouten. Das macht ja nichts aus. Ist auch ebenfalls ablösefrei. Und der 1. FC Köln macht ein Angebot für Fabian Schönheim. Oh. Und also hier sehen wir erstens mal wichtige Informationen. Also es ist ja unser erstes Transfergeschäft. Also für die Leute, die das Spiel noch nicht gespielt haben oder es noch nicht gesehen haben. Das hier ist rot markiert, weil hier steht, der Spielerberater sagte, sein Klient wolle die Erlaubnis bekommen, mit dem 1. FC Köln zu wandeln. Das heißt, der gute Schönheim möchte gerne zu Köln, beziehungsweise mindestens mit ihm verhandeln, um zu schauen, ob da vielleicht was drin ist. Jo. Da stehen jetzt noch Sachen, die wir auch hier sehen. Das heißt, sie bieten uns 1,2 Millionen. Er ist 1,9 Millionen wert. Würden uns monatliche Raten geben. Das heißt also, innerhalb von 12 Monaten würden wir nochmal 450.000 erhalten. Nach 50 Spielen würden wir ebenfalls nochmal 425.000 erhalten. Sollte sich Köln für die Champions League qualifizieren, 205.000. Und wenn sie den DFB-Pokal gewinnen, bekommen wir nochmal 105.000. Das heißt also, knapp 310.000 ist nur vielleicht. Potenzieller Wert ist also insgesamt 204.000. Ziehen wir die 300.000 ab, sind das, ja, 204.000, 2,4 Millionen. Dann wären es ungefähr 2,1 Millionen, die wir bekommen. Nach einer gewissen Zeit direkt 1,2 Millionen. Problem ist, Schönheim ist absoluter Stammspieler. Wir haben da auch in der Innenverteidigung jetzt niemanden. Gut, doch, wir hätten Puncic noch und wir hätten Pogatetz. Da können wir ja mal hier drauf schauen. Das sehen wir ja hier. Die könnte man einsetzen und wir sind ja noch an dem einen. Das haben wir jetzt ja jemanden gescoutet. Also ich würde nicht sagen, dass es eine unmögliche Aktion ist, aber ich möchte schon gerne ein bisschen mehr. Ist sonst noch jemand dran? Nee. Ist halt eben die Frage. Ich schaue mal, ob wir direkt schon 2 Millionen bekommen. Machen wir mal das hier raus. Direkt 2 Millionen. Wir machen mal hier nach 30 Spielen. Gehen wir auf 500.000 und hier ebenfalls auf 500.000. Das wären insgesamt 3 Millionen, was eine gute Summe wäre. Und wir machen dann eben noch dazu, falls sie die Europa League erreichen, bekommen wir nochmal 200.000, machen wir mal. Wir wollen nicht übertreiben. Genau, wir verhandeln mal. Finden Sie akzeptabel? Okay, ich habe jetzt das Gefühl, als ob ich deutlich mehr hätte rausholen können. Das ist ein Element in diesem Spiel. Ja, das ist ja auch, aber das ist eben so etwas, das gehört dazu. So, wird Igor Lurić ihn verkaufen? Wir haben auf jeden Fall Spieler auf dieser Position, die wir einsetzen können. Die würden 3,2 Millionen bekommen. 3 Millionen bekommen wir auf jeden Fall für ihn. Ich denke, wir werden das tun. Und dann eben schauen. Es war ja eine Gefahr, die wir ja schon vorher erkannt haben, dass eventuell der ein oder andere Spieler noch vorher gehen wird. Wir werden es annehmen. Ja, was nehmen wir da? Er fühlt sich ja nicht unwohl. Das Angebot war zu gut, um es ablehnen zu können. Oh je, ich sehe schon jetzt die Krawalle. Naja. So, Philipp Kaller. Okay, wir machen mal weiter. Wie gesagt, wir werden sehen. Wir haben da ja noch den einen oder anderen und eventuell kriegen wir ja noch jemanden, einen ablösefreien Innenverteidiger. Wir schauen ja mal, da haben wir ja einige auf der Scout-Liste und ansonsten schauen wir uns mal ein bisschen intensiver da um. So, Teams unter der Lupe, Erzgebirge Aue, sollte 18. werden, okay. Gut, momentan hat sich da noch nichts viel geändert, das können wir uns später mal anschauen, genau über diesen Bildschirm, Wettbewerb, zweite Bundesliga und dann eben Saisonvorschau. Da können wir uns die Mannschaften nämlich ebenfalls so anschauen. Das werden wir dann machen, wenn die Saison dann wirklich beginnt. Oder wenn wir halt das erste Spiel haben, weil dann können wir eher darauf reagieren. Jetzt bringt das noch nicht viel.
Leipzig macht ein Angebot für Steven Skripski. Oh, 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 die Spieler laufen weg. Ebenfalls möchte er eher mit ihnen verhandeln. Aber für ihn werden wir deutlich mehr fordern. Denn Skripski, der ist unser, das ist einer unserer allerbesten Spieler. Da haben wir zwar Quiring und Hedlund hinten dran, aber er ist da schon deutlich besser. Und er hat auch in dem ersten Spiel hat dann eine gute Leistung gemacht. Hier 7,5er Bewertung. Hat mir da sehr gut gefallen. Er will trotzdem verhandeln, dann werden wir auch eine deutliche Summe fordern. Momentan wären es 3,9 Millionen, das ist zu wenig, das ist 3 Millionen wert. Wir verdoppeln das mal mindestens. Wir gehen hier mal direkt auf 6 Millionen. Direkte Summe. Nach 12 Monaten bekommen wir nochmal 2 Millionen. Hier gehen wir ein bisschen radikaler vor. Hier haben wir keinen direkten, wirklichen Ersatz. Klar, wir könnten dann den einen Serben kaufen, Jungen, aber wir brauchen da auch ein paar starke Spieler. Hier ebenfalls, machen wir mal nach 20 Spielen, kriegen wir hier eine Million. 1,2. Titel im DFB-Pokal. Machen wir was anderes. Bundesliga-Qualifikation für die Europa League, ich denke, ich werden sie auf jeden Fall schaffen. 400.000. Dann würden wir 9,5 Millionen einnehmen. Diese 20% werden wir auch noch drin lassen. Oder machen wir mal 30%. Handeln wir mal. Und haben sie zurückgezogen. Oh nein, und jetzt möchte er mit uns sprechen. Ja, ist halt problematisch. So, Berlin-Auswahl. Wir sind noch nicht drin. Spurnik, ja gut, dann machen wir ihn halt rein. Hätten wir auch automatisch machen können, aber ist ja gut. Okay, ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit Steven Skripski. Er möchte ihn besprechen, warum sie eine zu hohe Ablöse gefordert haben, die mein Wechsel zu RB Leipzig verbaut habe. Skripski hat angedeutet, dass er möglicherweise das Gespräch mit einem Mannschaftskollegen sucht, um zu versuchen, so die Situation zu lösen. Ja, wir werden mal mit ihm sprechen. Ich bin enttäuscht, dass sie für den Wechsel zu Rasenballsport Leipzig einen zu hohen Preis aufgerufen haben. Das war eine große Chance, mich in einer höheren Liga zu beweisen. Ich möchte, dass sie einen realistischeren Preis aufrufen, wenn sie wieder anfragen. Ja gut, wenn wir genug Geld bekommen. Also ich bin auch der Meinung, dass kein Spieler unverkäuflich ist. Nur die Summe muss stimmen. Was nehmen wir denn da? Nee, jedes Angebot werden wir nicht annehmen. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn irgendwie jetzt umstimmen könnten mit, dass wir, wie heißt es, ihm irgendwas anbieten. Ist noch relativ früh in der Saison, wir haben da noch nichts geleistet und sonst was. Da sind sie sehr gerne pumpig. Der Betrag, den wir verlangt haben, ist durchaus legitim. Ja, das hier ist für mich momentan das Wahrscheinlichste, was wir nehmen. Zuerst einen Ersatz finden, das wäre natürlich auch eine gute Idee, aber es wird schwierig. Also wie gesagt, wir sind jetzt nicht pumpy. Wir selber sind nicht pumpig. Also wenn wir da eine Summe bekommen, die uns hilft, dass wir auch einen Ersatzspieler da holen können, das ist was anderes. Auch wenn ich ihn wirklich sehr, sehr gerne halten möchte. Aber ich möchte halt auch eben nicht, dass diese Spieler dann später, dass da irgendwelche Feindschaften aufbauen oder irgendwie sonst was. Kann ja sein, dass er wieder zu uns zurückkommt. Vielleicht gut für ihn, wenn er in der ersten Liga Erfahrung sammelt. Man weiß es ja nicht. Wir können aber auch nur Negatives hier irgendwie sagen.
Wir könnten aber auch das hier nehmen. Meiner Ansicht nach hat die Ablöse. Ja, ich denke, wir nehmen das hier jetzt erstmal. Meiner Ansicht nach hat die Ablöse, die für den Transfer angeboten wurde, nicht gestimmt. Aber ich merke, sie wollen es erzwingen, also muss ich akzeptieren, dass sie gehen wollen. Genau. Das ist ja alles schön und gut, aber was halten Sie für ein vernünftiges Angebot? Ich will nicht, dass ein Wechsel dann zu hohen Forderungen scheitert. Er ist 3 Millionen wert, ist ein Stammspieler, 3,5. Wir hatten 9 Millionen insgesamt gefordert. Wir gehen mal auf 7,5. Ich werde bereit sein, alle Angebote zu aktivieren, wenn Sie diese Vorgaben einhalten. Sie sind vollkommen fair und spiegeln Ihre Bedeutung für uns wider. Das ist zu viel. Er will für 4,5. Gehen wir mal auf 6 Millionen. Okay, wie wäre es damit? Das scheint fair beim aktuellen Markt. 4,5. Ja. Das ist eben, das ist ein Hauptelement in diesem Spiel, wenn die Spieler eben pumpig werden. Machen wir mal 5,5. Das ist mein letztes Angebot. Das ist immer noch viel zu hoch. Ich bin wirklich enttäuscht, dass sie nicht einen etwas vernünftigeren Preis nennen können. So. Ich weiß jetzt schon, was er machen wird. Er wird jetzt Stress in der Mannschaft schieben. Hat er ja auch schon vorher angedroht. Okay. Wir werden ihn mal anbieten. Für die Summe, die wir gesagt haben. Machen wir mal 6,5 Millionen. Nicht auf die Transferliste. Und wir bieten ihn an Leipzig. So. Wenn denn, hier haben wir es gut. Warum machen wir das? Um ihm da zuvorzukommen. Weil wenn die dann Stress schieben, ist das schon sehr, sehr doof. Ich würde ihn nicht wirklich gerne abgeben, bin ich ganz ehrlich, aber ja. Wenn es sein muss, muss es sein. So gut. Trimmel hat sich verletzt, aber nicht wirklich lange. Okay, den werden wir nicht weiter scouten. Keine Angebote für Skripski, okay. Na gut, dann eben nicht. Wenn da jetzt keiner ein Angebot macht, dann werden wir ihn eben halten. Das ist für mich kein Problem. Die Summe steht fest. Die anderen Vereine müssen jetzt Angebote machen. Ist eigentlich so in Ordnung. Er ist ja jetzt doch nicht zur Mannschaft gegangen. Dann brauchen wir ihn auch nicht zu verkaufen. So, Schönheim bestätigt ersten FC Köln-Wechsel. Wow, das ging aber schnell. Wir sprechen mal erstmal mit ihm. Ganz ruhig. Nee, das ist auch nicht richtig. Genau, viel Glück für Ihren nächsten Karriereschritt. Wir sind enttäuscht, Sie zu verlieren, aber Sie haben diese Chance verdient. Geben Sie Ihr Bestes. Hatte eine großartige Zeit hier, aber ich konnte diese Chance nicht ungenutzt lassen. Danke, dass Sie dem Transfer zustimmen und mir die Chance geben, mich auf einem höheren Level zu beweisen. Wenn dem so ist, dann werde ich den Verein verlassen. Und jetzt ganz frech abbrechen. Dann werden wir uns das aber doch ein bisschen verspielen mit ihm. Nein, wir akzeptieren es. Gehen wir noch einen Tag weiter. In der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich sogar zwei Freundschaftsspiele machen. Aber gegen deutlich schwächere Gegner. Aber gut, sollte trotzdem fordernd sein. So, wir haben nochmal ein Angebot bekommen. So, Schönheim ist jetzt ein Spieler von 1. FC Köln, ist jetzt 2,2 Millionen wert, verdient 675.000. Oh, gar nicht mal so schlecht. Puncak hat sich verletzt. Was hat er? Handgelenkverdrehung. Verletzt beim Gewichtheben. Den brauchen wir eigentlich. Wir werden ihn trotz Verletzung spielen lassen. Der bekommt da so eine Schutzausrüstung, also so eine Schutzkleidung für seine Hand, also wahrscheinlich irgendeine Schiene und sonst was, und dann kann er weiterspielen. So, Lutovac, oh, der hat eine 7er Bewertung diesmal. Sehr schön, könnte ja unser Transfer werden, der vielleicht eben den Skripski ablöst. Wäre rein theoretisch möglich. Der ist auch vielseitig einsetzbar. Ja,
Also ich sehe das gar nicht mal so unrealistisch. Ja gut, er hat hier einen 7er, einen 6er und nochmal einen 7er. 6,67 ist jetzt nicht die beste Bewertung. Sind aber auch nur Freundschaftsspiele. Aber ansonsten scheint er ja eigentlich relativ gut zu sein. Also von den Werten her sieht er nicht schlecht aus. Vor allem mental ist er schon sehr, sehr gut aufgebaut. Das als 19-Jähriger. Ich würde da gerne mal ein Angebot wagen. Wenn wir ihn bekommen würden für relativ günstige Konditionen, am besten wäre es unter eine halbe Million, dann könnten wir überlegen, ob wir Skripski vielleicht auch für 4, 5 Millionen verkaufen. Aber nur dann. Also, Korte, die von Korte ausleihen, haben wir den auf der Ausleihliste? Nö. Verkaufen wollten wir den eigentlich auch nicht. Echtes Mittelfeld. Ja. Er steht ja bei uns in der Auswechslung. Eh auch nicht. Okay. Ach, der hat mal in Saarbrücken gespielt, sehe ich gerade. Deswegen kommt er mir auch so bekannt vor vom Namen her. Okay, zu Cluj, also nach Rumänien. Aber dann bitte das Gehalt komplett übernehmen. Er möchte aber gerne dorthin wechseln, okay. Wir fahren mal. Nur 20% übernehmen sie. Naja gut, wenn er unbedingt dorthin möchte, warum nicht? Ich habe jetzt da kein Problem. Er muss Matchfitness zurückerlangen. Klar, warum nicht? Und bevor wir jetzt aber hier weitermachen werden, bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Football Manager 2017 mit Igor Lorich. Es würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mal in den Kommentaren eure Meinung zu Schönheim und Skripski abgeben könntet. Was ihr davon haltet und von unserem möglichen Nachfolger Lutovac. Der ist zwar schwächer, aber der wäre rein theoretisch ein starker Spieler. Hier potenzieller Rechtsaußen in der Bundesliga. Aber wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von eurem Kumpas Bambuso.